Wäre ich Aas und würde sich so mein Proband anhören? Also ich möchte nicht der leitende... Wow, was ist jetzt kaputt? Ich möchte nicht der leitende Chirurg sein oder so. Weil das kann unter Umständen sehr ungünstig ausfallen. Und warum immer die ganzen Köpfe? Klar, wegen Gehirnen, aber... die sehen ziemlich missgestaltet aus mittlerweile. Genau wie der hier. Kann man die zerschießen. Oh, ja, man kann nicht nur das Glas zerschießen, sondern natürlich auch den Kopf. Mischa, was soll ich hier denn jetzt mischen? Ach so. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Na, kommt doch raus. Oh. Chemische Kapsel mit DNS. So, damit haben wir das Gift jetzt hoffentlich hergestellt. Haben unsere Aufgabe erfüllt, natürlich. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja, muss ich doch da lang. Ja. Und natürlich sind wir jetzt komplett allein. Haben wir es mit irgendeinem... Nein. Ah, ihr hört es zwar nicht, aber weg mit euch Fischern. Säuberung. Komm schon. So, wir haben noch eine Minute Luft. Das sollte ausreichen. Aber jetzt brauchen wir unseren Cutter wieder, weil unser lieber Freund... Wow, ja genau. Komm, weg mit dir. Ich kann dich nicht sehen, das ist... Ach, hier... Machen wir dich mal ohne Beine. Ja komm, das ist mir jetzt auch egal, wegen den Scheißviechern hier. Ah, keine Viecher. So, was wie wollen? Eine halbe Minute haben wir noch. Wo ist hier das? Da ist das Luftteil. Juhu. Wir haben wieder Luft. Wir können wieder atmen. Wir haben wieder Monster. Ah! Eck, eck, eck. Bah, nicht weg. Ah! Der greift ja so auch an. Wie gemein. Wie brutal. Lass das sein. Es ist... Nein, nein. Oh, nur so ein kleines Vieh. Was zur Hölle? Was war das? Heilen, heilen, heilen. Wie schwach das ist. Ach, der ist uns gefolgt. Ja, sagt das doch. Nee, in der Luft hört man hier ohne Luft hört man ja nichts. Lebenserhaltungssysteme. Aufgabe erfüllt. So. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Ei. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Oh, ey, das hört sich so an, als wäre das Vieh wieder direkt bei uns. Nee, oder? Du kommst hier jetzt nicht rein. Wie ich das hasse. Dieses Scheißvieh. Ja. Gehen wir erstmal in den Shop. In den tollen Laden. Irgendwelche neuen Gegenstände haben wir nicht. Dafür haben wir Gold zu verkaufen.
Luftkanister brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Stasepaket haben wir noch. Im Safe ist ebenfalls nichts. Ja. Na na na. Wir haben aber noch genügend. Allerdings hoffe ich, dass wir demnächst mal den Level 4 Anzug dann noch kriegen können. Ja. Das wäre ganz schön. Wie viel so? Können wir dich auch mal nachladen? Wie viel haben wir denn dann noch? Luftkanister, Stasis. Ja, wir haben noch von allem genug übrig. Jetzt muss ich da wieder lang was. Ja, eine neue Datei von Fraps. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich mir demnächst mal irgendwie eine Version von Fraps oder von irgendeinem anderen System holen. Wodurch ich mir diese... Oh, Scheiße passiert. Ich soll da echt wieder lang. Nein. Nein, 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 nein. Nicht wollen. Ja, das Licht geht an. Zumindest etwas Nettes. Und jetzt macht's gleich BAM! Wow, 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 wow. Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an ließ die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Leviathan. Nein, ach Gott, das erinnert mich direkt auch schon wieder an mein Philosophie-Referat, welches ich letztens vortragen musste über Staatsphilosophie und Vertragstheorien von Thomas Hobbes und John Locke. Und der Leviathan ist eigentlich ein Wesen, welches von Gott geschaffen wurde und ebenfalls nur von Gott vernichtet werden kann. Darum ist es auch der Begriff für die Staatstheorie von Thomas Hobbes. Das wird jetzt wahrscheinlich so gut wie niemanden hier etwas sagen, der sich dieses LP anschaut, aber ja, ich fühle mich stark daran erinnert. Ja. Was kommt da? Na? Gehen wir mal an die Werkbank. So, wir haben noch einen Knoten übrig. Und... Nee, ich will jetzt direkt noch etwas haben, was wir damit verbessern können. Tempo. Heißt das, wie schnell wir damit schießen können? Der Plasma kann das mittlerweile schon stark genug... Obwohl, können wir von Strahlenkanonen das Nachladen verbessern? Der Nachladen ist mir nicht so wichtig. Laserkanonen können wir später drum. Dann machen wir erstmal hier weiter. So. So. Da drin wird es wahrscheinlich nichts Neues geben. Aber wir können mal nachschauen. Uff. Und ja, gerade an der Stelle, wo das Licht erst anging und dann diese tolle Tür runterkam. Wisst ihr, das sind solche Momente, da denke ich einfach, ja. Ah, solche Horrorspiele, die sind immer nach so bestimmten Konzepten entwickelt, ne? Ja, ihr könnt euch dann ganz genau vorstellen, zu welchen Momenten das am besten passen würde. Und ja, erst der dunkle Gang, ja, das war ja schon mal scheiße. Dann geht man entlang. Ja, toll. Das Spiel ist angeblich nett. Es gibt einem Licht. Ja, von wegen. Du bleibst tot, ne? Das finde ich nett. Okay, dann müssen wir hier weiter. Da, wo ein Vieh auch dran war. Aber da müssen... Na, da müssen wir jetzt sogar lang. Tut das eigentlich weh, wenn wir da dran gehen? Anscheinend nicht. Ja. Ach, jetzt muss ich das da wieder reinstecken, ne?
In der Hoffnung, dass das Vieh nicht nochmal kommen wird. Was ich auch schön vergessen kann. Ja, die Musik wird auch wieder gar nicht bedrohlich hier. Komm. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ja. Meine Nase juckt, meine Nase läuft. Das ist schlimm, ich habe keine Taschentücher. So, jetzt haben wir die richtige Giftkapsel. Aufgabe erfüllt, schön und gut. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Na, Freund, komm. Wie soll ich denn diesen Regenerator nennen? Der braucht einen richtigen Namen. Otto. Otto lässt sich vorwärts wie rückwärts lesen, das heißt, ist völlig egal. Besteht nur aus zwei Buchstaben, ist auch sehr gut. Das heißt, wenn man ein N wegstreichen will, ist es völlig egal, weil Otto bleibt halt Otto. Ach, und jetzt müssen wir sogar hier lang. Ach, toll. Ah, ja. Mach die Tür auf. Komm. Wartezeit, ne. Ja. Ein Speicherpunkt. Und nein, überhaupt nicht. Blut verschmiert hier alles. Und warum? Money. Geld. Ai. Gut. Ich möchte nicht hoffen, dass die das im Spiel sogar auch gemacht haben, dass aus diesen, aus den Schränken irgendwie auch Gegner kommen. Das würde mir ziemlich auf den Sack gehen. So, und an dieser Stelle sind jetzt auch schon wieder zwei Parts vorüber. Ich mach mal eine kurze Pause, geh eben etwas essen, etwas trinken und so weiter, meine Nase versorgen. Das muss alles sein. Dann schaue ich eben mal auch am besten nach. Gerade stand es auf 4 Stunden und 30 Minuten. Jetzt steht es auf... Oh, das ist ja... Ja, ich habe ja schon einmal gespeichert. Stimmt. Okay, Mist, dann weiß ich halt nicht, wie lange das jetzt schon läuft. Aber das heißt, an dieser Stelle mache ich dann trotzdem mal einen kurzen Cut. Und gleich geht's weiter. Dann gehen wir in die in das Kryogenik-Labor. Zutritt nur für Gelassene... Gelassen. Ja, da dürfen nur gelassene Techniker rein, die überhaupt kein Problem damit haben, wenn jemand mal einer der anderen Teamkollegen einen anstößigen Witz reißt, ne? Nur gelassene. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir mal, ob wir selbst auch gelassen genug sind mit unserem Isaac Clarke. Und das sollte er in dieser Umgebung allerdings auch sein. Bis zum nächsten Mal.